schießt doch voll auf deren Extremitäten, weißt du? Und da passiert einfach gar nichts. Die laufen trotzdem unbeirrt weiter, ey. So schlecht ist die Waffe momentan. Wir müssen auf jeden Fall mehr Schaden mit der Waffe auf jeden Fall updaten. Okay. Ich weiß zwar jetzt nicht, was ich alles einsammle, aber ich sammle einfach erstmal ein. Das wird sich noch herausstellen. Da ist zu. Hätte ich jetzt mal lesen können. Feuerrate. Mhm. Ein Textlog. Lesen wir gleich. Ja, schade, kann ich jetzt nicht lesen. Kann ich das hier rüber lesen? Jawohl. Das ist der Textlog. Genau, das ist der Textlog, den dürft ihr gerne mal durchlesen. Wir machen jetzt hier auf jeden Fall gleich weiter. So, ich glaube, das reicht. Ich habe mich nochmal kurz anders hingesetzt. Wir sind jetzt, glaube ich, eine Stunde am Aufnehmen, wenn ich mich recht entsinne. Ein bisschen mehr als eine Stunde. Und jetzt geht's erst zur Sache eigentlich. Okay, weiter geht's. Sie kommen von überall her. Feuer! Feuer! Ich sagte Feuer! Isaac! Wo zum Teufel sind Sie? Was ist an der Übergangsröhre? Es kommen immer mehr! Sir, uns geht langsam die Munition aus! Errichten Sie eine Barrikade! Halten Sie sie noch etwas auf! Oh mein Gott. Da geht's jetzt scheinbar richtig derbe zur Sache. Okay, Zero-Gravity-Raum. Aber wir haben ja noch ein bisschen Gravity. Wir sind ja momentan am Boden befestigt noch. Wenn man so will. Halbleiter. Hallo, Halbleiter, komm her. Geht das jetzt nicht? Ah, okay, das haben sie übernommen oder gelassen. Wie man will. Aber die Feuerrate ist echt, beziehungsweise nicht die Feuerrate, die Durchschlagskraft ist echt schlecht. Oh, bing, warte mal. So, jetzt bin ich wieder da. Ich hab da gerade was bingen gehört, das war nämlich mein Laptop, da lädt nämlich gerade Dead Space 2 hoch. Das heißt, ihr könnt euch mittlerweile ungefähr vorstellen, was ist das? Diese Babyviecher haben sich scheinbar weiterentwickelt, mehr oder weniger. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die haben sich mehr oder weniger weiterentwickelt. Ist nur eins. Okay. Das Tentakelfisch ist auch tot. Und ab und an leckt das Spiel mal so ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber diese schwerelosen Passagen finde ich immer noch die besten irgendwie. Gott, was hier alles losgeht oder abgeht. Munition. Nein. Nein. Oh, verdammt. Muss ich doch hingehen. Ach, das ist ein Textlog. Den könnt ihr gerne lesen. Verzeihen Sie den übermäßigen Lärm, Sir. Aber ich kann nicht viel anders machen als die gesamte Hundestaffel zu sedieren. Aha. Also sind das doch Hunde. Erst waren es früher Babys, Babyköpfe, und jetzt sind es Hundeköpfe. Und ich bin an diesem
Übergangsschacht scheinbar. Hier ist auch alles voller Blut. Und da wird jetzt sicherlich gleich was passieren. Stand clear. Munitionsclip. Norton, sind Sie da? Ja. Ja, ich bin hier. Das sollte Sie erstmal aufhalten. Gut. Das SOS kommt von irgendwo direkt über mir. Und ich glaube, ich habe den Hauptgenerator des Schiffs gefunden. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, sollte sich der Übergang für Sie öffnen. Was ist mit Ihnen? Hier gibt es einen Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an Ellis Koordinaten. Okay. Ziel hinzufügen. Oder hinzugefügt. Stromversorgung des Schiffes wiederherstellen. Aber bevor ich das mache... Reicht das schon? Ah ne, ich muss mehrfach drehen. Länger gedrückt halten. Huah! Alter! Das ist schlimmer als in Resident Evil 4 mit den Extremitäten. Ein Medipack mal schlucken hier. Boah, ich brauche echt bessere Waffe, beziehungsweise... Was willst du spielen? Ich spiele mit dir gleich. Was ist das? Somatgel, was ist denn das? Wofür braucht man das? Alter Schwede. Ja, ja, liebe Entwickler, ihr habt euch da schon ganz schön was einfallen lassen mittlerweile. Mit den Extremitäten. Sehr krass, welches Gehirn denkt sich sowas aus, denke ich mir immer. Na, da kommen bestimmt noch mehr. Hört sich nicht gut an. Alter. Die sind echt übel. Oh nein, jetzt ballerst du den Kopf weg. Dann sowas. Oh Mann, ey. Liebe Entwickler, ja? Krass. Mehr sage ich nicht. Habt ihr euch aber ein bisschen abgeguckt bei dem alten Spiel namens Resident Evil. Da springt gerade mir was ins Gesicht, ey. Hey, wir haben das. Der Übergang hat sich gerade geöffnet. Gern geschehen. Rosen, Lux, wir bleiben hier. Isaac Carver, wir treffen uns an der Spitze. Alles klar. Jetzt weiß ich auch, warum hier so viele Medipacks rumliegen scheinbar. Okay, was, wo soll ich jetzt lang? Da. Okay, ich muss den Aufzug nehmen, genau. In Bearbeitung. In Bearbeitung. In Bearbeitung. In Bearbeitung. Achso, endlich ist er da. Übrigens, das Game war gekünstelt. Das hat man bestimmt gemerkt. Aber die Grafik ist echt gut geworden, so nach und nach. Hat sich da immer wieder ein bisschen was getan. Und wir werden auch gleich eine Aufnahmepause machen.
Du hast es gefunden. Oh, Annie, Baby. Ich wusste bis zu Sturm zu sterben. Captain, ist er das? Ja, das ist er. Isaac Clarke, es ist mir ein Vergnügen. Austin Buckle, Marco Ops. Und das hier ist Jennifer Santos, unsere kleine Lady mit dem großen Grips. Wenn Sie wirklich das Markerskript dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, danke, dass du gekommen bist. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich habe dir so viel zu erzählen. Okay, wir müssen hier schleunigst verschwinden. Los, los. Nein, noch nicht. Isaac, wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Markersymbole geschrieben. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das Übersetzen. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckle, du Santos. Und los! Kümmer du dich um deine Crew. Die braucht dich mehr als ich. Ellie ist scheinbar doch nicht mit Isaac zusammen, wie ich anfangs dachte. Sondern mit unserem ach so tollen Captain. Ein Textlog. Egal. Wir gehen erstmal an die Bank und gucken mal, ob wir hier was verbessern können. Und ich hoffe, ich steige da noch durch. Eine neue Feuerrate. Ich hoffe, ich steige da soweit durch. Da fand ich das andere mit den Energieknoten ehrlich gesagt ein bisschen einfacher. Aber gut. Okay, ich habe eh keine andere Upgrade-Möglichkeiten gerade. Pläne, könnte ich noch ein paar Waffen herstellen. Waffen-Upgrades. Okay. Ansonsten, ich steige da sowieso noch nicht so ganz durch. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Vielleicht nochmal das Tutorial machen im Offscreen. Munition liegt hier echt gut rum. Medipack. Plasmakern. Mhm. Gibt es hier keine Speicherstation mehr? Scheinbar nicht. Da sind sie rausgegangen. Und wir müssen scheinbar da wieder raus. Ja, das müssen wir. Oh mein Gott, liebe Freunde. Isaac, es tut mir leid. Es passiert im Moment so viel... Also Norton, ja? Das ging ja schnell. Das Ende der Welt steht bevor und du denkst nur an uns? Verdammt richtig. Ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Hey, dafür habe ich bezahlt. Oder findest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Isaac, mir geht es um Leben und Tod. Ohne deine Hilfe sind wir geliefert. Also... Als ob ich eine Wahl hätte. Ja, als ob du eine Wahl hättest, Isaac. Boah, halt die Fresse, Köter da draußen. Ich habe ja selber Hunde, aber das nervt. Das nervt definitiv. Wartet mal. So, ich bin wieder da. Ich habe jetzt mal eben das Fenster zugemacht und hoffe, dass es jetzt nicht so laut sein sollte. Und dass man generell das vorhin auch alles nicht gehört hat. Was ist denn hier passiert? Ich war doch nur 2 Minuten weg. Was? Oh, Scheiße. Oh nein, 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 nein. Ich hasse diese Tentakeln jetzt schon. Oh Mann.